Hallo meine Lieben, ich habe für euch heute ein neues Video und zwar möchte ich ab sofort damit beginnen, meine Monatsfavoriten euch monatlich zu zeigen. Ich hoffe, die Idee gefällt euch und dann fange ich auch mal an. Ich möchte mit der Pflege beginnen und da ist mein absoluter Favorit dieses Micellenreinigungswasser von Balea. Ich habe die Variante für trockene und sensible Haut mit Orangenblütenwasser, ohne Parfüm und ohne Alkohol. Ich benutze das zwar erst seit Ende Oktober, aber ich bin damit sowas von zufrieden, weil ich habe eine sehr problematische Haut, weil ich Neurodermitis habe und jetzt gerade im Winter auch noch mit der Heizungsluft und der Kälte dann draußen ist das sehr schwer, ein Produkt für mich zu finden, was meine Haut nicht noch mehr reizt. Und das ist bei diesem absolut nicht der Fall und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar. Weiter geht's mit der dekorativen Kosmetik und da habe ich diesen Concealer von Catrice. Das ist der Liquid Camouflage High Coverage Concealer. In der Farbe 010 habe ich den. Den habe ich mir auch in meinem letzten DM-Haul im Oktober gekauft. Und ich bin mit dem wirklich auch super zufrieden. Er ist sehr, sehr angenehm auf der Haut, lässt sich gut verblenden und einarbeiten. Und reflektiert auch etwas, wenn ihr das jetzt sehen könnt. Also deckt, glaube ich, auch sehr gut ganz dunkle Augenringe ab. Also ich habe ja gar nicht so dunkle Augenringe, aber der ist wirklich super. Mein absoluter Lieblingslippenstift diesen Monat ist dieser hier von Chanel und zwar ist das der Rouge Allure Velvet in der Farbe 47. So sieht er aus. Den kennt ihr vielleicht auch schon aus meinen anderen Videos und den habe ich auch fast in jedem Video diesen Monat getragen. Ich finde, diese Farbe passt einfach perfekt in diese Herbst-Weihnachtszeit und passt auch sehr gut zu meinem Hautton, ist angenehm auf den Lippen und die Haltbarkeit ist auch super, was man natürlich für den Preis auch einfach erwarten kann. Am meisten auf den Nägeln habe ich diesen Nagellack hier getragen. Das ist einer von Trended Up und zwar der Double Volume and Shine Nail Polish in der Farbe 080. Das ist so ein schönes Grau, das weder zu hell noch zu dunkel ist. Und den habe ich besonders gern auf den Nägeln getragen, weil er einfach zu so gut wie allem passt. Und er hält auch relativ lang auf den Nägeln. Also ich hatte den über eine Woche drauf und nur ein Nagel ist etwas abgesplittert, was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Auch mit den anderen Trended Up Nagellacken, die ich mir gekauft hatte, bin ich sehr zufrieden und bin wirklich überrascht, wie gut diese halten. Weiter geht's mit Fashion und zwar sind da ganz klar dicke Schals mein Favorit und mein absoluter Lieblingsschal ist zurzeit der hier. Den kennt ihr wahrscheinlich schon alle, ist ja dieses Zara Dupe aus dem Primark. Auf der einen Seite mit Haarentrittmuster, auf der anderen Seite kariert. Den habe ich wahnsinnig gern getragen, vor allem jetzt, wo es wirklich so richtig kalt geworden ist, ist ja einfach super, um sich einzukuscheln. Außerdem habe ich total gerne Mützen diesen Monat getragen. Meine zwei Lieblingsmützen möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar ist das so eine Baskenmütze, eine schwarze. Die hat hier vorne eine Samtschleife. Die ist von Six und die habe ich wirklich am meisten getragen. Und dann habe ich noch eine andere aus dem H&M. Das ist auch wieder eine Baskenmütze in Wollweiß mit überall hier so süßen Perlen in verschiedenen Größen dran. Die habe ich auch total gern getragen. Mein letzter Favorit kommt aus der Kategorie Food und zwar ist das dieser Brotaufstrich hier. Der ist von dieser Netto Premium Hausmarke oder ich weiß nicht, ob es den auch in anderen Geschäften gibt. Auf jeden Fall ist das ein Vanillebrotaufstrich, also in der Konsistenz wie Nutella, nur halt mit Vanillegeschmack. Und ich finde das so toll, seit ich das entdeckt habe, esse ich das wirklich jeden Morgen zum Frühstück auf mein Brot. Einfach super für alle Vanille-Freaks wie mich. So, meine Lieben, das waren auch schon meine November-Favoriten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr möchtet das jetzt wirklich regelmäßig sehen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann könnt ihr mich hier unten abonnieren. Ich verlinke euch neben mir hier wie immer meine letzten beiden Videos. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!